Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Der Dennis steht neben mir. Was kann das bedeuten? Heute geht es um die Bremsen. Und zwar habe ich beim letzten Reifenwechsel, hat mir mein Monteur gesagt, mit den Bremsen müsstest du mal gucken. Und da gibt es so einen Service-Modus, da kannst du die so ganz heiß machen und dann werden die wieder sauber. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und dann habe ich irgendwie kalte Füße gekriegt, das einfach so zu machen. Habe gedacht, ich komme mal bei dir vorbei, vielleicht machen wir das zusammen. Ich freue mich ja, dass du da bist. Und wir nehmen doch die Gelegenheit heute gleich wahr und gehen mal richtig technisch ins Detail, denke ich. Also wir schauen mal, was ist denn überhaupt unsere Bremsscheibendicke beim Neuteil? Okay. Was ist dein Ist-Zustand? Okay. Und ich denke, ganz cool ist es nachher, wenn wir nach diesem Brake-Burnishing, glaube ich, nennt sich der Mode, nochmal nachmessen, wie viel Verschleiß haben wir denn dadurch verursacht? Brauchen wir für die Aktion eigentlich dann viel Strom? Aha, nein, eigentlich nicht. Je nachdem, wie weit natürlich die Strecke ist, wo wir das durchführen, brauchst du mehr oder weniger Strom. Also, aber die Aktion an sich. Ich habe jetzt noch 58%, reicht? Reicht gerade so, ja. Okay. Apropos Laden. Wie ihr ja wisst, kann ich mit meiner PV-Anlage, wenn die Sonne scheint, günstigen Ökostrom in mein Auto laden. Das Tolle ist aber, ihr könnt auch Stromkosten sparen, auch ohne PV-Anlage. Denn dafür gibt es Tibber, den dynamischen Stromtarif. Mit Tibber kauft ihr Ökostrom immer zum aktuellen Strompreis an der Strombörse. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr morgens aufwacht, Kaffee macht und die Sonne scheint vielleicht noch nicht, dann ist wenig Strom im Netz und viele wollen ihn haben, dann ist er besonders teuer. Wenn aber nachts an der Nordsee die Windräder sich drehen und alle in den Betten liegen und schlafen, dann gibt es wenig Bedarf und viel Strom und dann ist er besonders günstig. Und wenn ihr jetzt den Tibber Stromtarif habt und noch einen Smart Meter oder einen digitalen Zähler und den Tibber Tracker Pulse, dann könnt ihr stundengenau immer dann den Strom brauchen, zum Beispiel zum Autoladen, wenn er besonders günstig ist. Und mit dem Smart Charging Feature von Tibber geht das sogar noch automatisch und ihr könnt das programmieren. Also, wenn du bei deinen Stromkosten einfach sparen willst, hol dir Tibber mit dem Link, den ich unten in der Beschreibung angegeben habe. Und mit dem Code dieser Dad bekommst du im Store sogar noch ein Guthaben von 50 Euro dazu. Auf geht's! Hast du das schon mal gemacht, Brake Burnishing? Ja, bei meinem eigenen. Ja. Okay, ja. Super. Also wir haben jemanden, der es schon mal gemacht hat. Du hast auch eine Strecke dafür. Aber erstmal gucken wir uns die Bremsen im jetzigen Zustand an. Ich sehe, dass da so komische Streifen drauf sind. Wie sieht die denn aus? Also ich denke, dein Reifenhändler hatte schon recht, da kann man schon mal was dagegen vorgehen. Es gibt viele Fälle, gerade beim TÜV, dass dann sowas angeschaut wird, die Bremsen. Mhm. Wir haben noch größere Probleme bei den Performance-Modellen, dass die Bremsen stark einlaufen und der TÜV deswegen nicht bestanden wird. Okay. Ja? Und da ist dieser Mode, ist auch schon mal die einfachste Variante. Gell? Okay. Original hat die neue Bremsscheibe 20 mm, Verschleißgrenze 18 mm. Das heißt, wir haben 2 mm der Bremsscheibe, die wir verbrauchen dürfen. Okay. Und dann messen wir den Bremsklotz noch, was wir da drauf haben. Und dann schauen wir mal, was nach der ganzen Aktion übrig geblieben ist, oder? Okay. Das ist ein Prüfgerät für die Bremsscheibe. Wir haben 20 mm. Fast neuwertig deine Bremsscheibe, Tobias. Wie viele Kilometer bist denn du schon gefahren? 100, irgendwas 20.000. Und Bremse schon mal gemacht? Nein, aber ich habe schon mal gebremst. Also, Uwe hatte mal zu mir gesagt, bei irgendeinem Check, ja, man würde sehen, ich würde wenigstens ab und zu bremsen. Genau. Also, das weiß ich ja, man muss ab und zu bremsen. Die sind neuwertig. So sieht's aus. Also okay. Wir merken es auch, wenn wir hier drüber fahren, wir haben wirklich nur den Ansatz am Rostrand hier, aber wir haben keinen Verschleißrand, wo wir hier feststellen. Okay. Von dem her haben wir eigentlich noch eine sehr gute Bremsscheibe. Wäre schade eigentlich, wegen dem die Bremsscheibe rauszuwerfen. Okay, das heißt, die versuchen wir jetzt sauber zu kriegen. Die probieren wir jetzt nachher sauber zu kriegen, genau. Jetzt schauen wir noch ganz kurz nach dem Bremsbelag. Also unsere 6 mm hat die Belagplatte und wir haben insgesamt 13 mm minus 6, sind wir quasi bei 7 mm Belagstärke. Ja. Interessant, also aktuell gemessen 7 mm Belagstärke hinten, 9 mm neu, 2 mm Abfahrgrenze. Also Bremse noch voll in Ordnung, das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall. Die Reinigung. Ja, und jetzt gucken wir vorne noch, oder? Jetzt geht's nach vorne. Sieht ähnlich aus, oder? Ja, ein bisschen weniger, gell? Aber auch wir hier haben wir gar keine, ja, gar keinen Verschleißrand, gell? Wenn wir hier messen, 25 ist der neue Teilzustand, 23 ist die Verschleißgrenze. Ich würde sagen, wir sind bei 24,8. Also. Beim Belag haben wir 10 mm beim Neuteil, 2,8 mm Belagstärke wäre dann Verschleißgrenze. Okay. Ja? Jetzt kann man hier wieder messen. Ich weiß, ja, es gibt richtige Bremsbelags,
dicken Prüfer hatte ich, aber jetzt gerade nicht zur Hand leider. Also wir haben 5 mm stark ist die Grundplatte des Bremsbelags. Aktueller Gesamtergebnis sind 14,5. Minus 5 sind wir bei 9,5. Das heißt, wir haben noch einen Top-Bremsbelag vorne. Okay, also es hat sich so angehört, als wäre alles okay. So sieht's aus, gell? Dann können wir jetzt die Bremsen burnischen. Und du meinst, wir gehen schon mal gleich in den Service-Mode? Genau, dass wir starten können. Einmal okay. Software. Software, genau. Und dann muss ich hier drauf drücken. Range, jawohl. Da. Genau. Also ich fahre jetzt erstmal auf die Strecke. Du hast eine Strecke, wo wir das machen können. Ja? Genau. Der Zyklus das ist natürlich immer hochfahren, also bis 80, 90 km/h, glaube ich, sehen wir gleich. Dann muss man abbremsen, kalt fahren und dann wieder. Das heißt, auf einer normalen Landstraße das zu tun, ist doch eine starke Verkehrsbehinderung. Und darum suchen wir uns jetzt eine Strecke, wo wir keinen Verkehr behindern. Okay. Und da vorne geht es nachher hier, da ist so ein Schulzeichen, da fahren wir nachher vorne rechts ab. Okay. Und dann können wir das starten. Ja, und wir fahren ja auch nicht schneller als man da. Ja, und hier ist offiziell die Straße, gell? Okay. Das Ort steht da vorbei. Gut, jetzt müssen wir kurz anhalten, glaube ich, mal ganz kurz, dass wir es einstarten können. Jetzt machen wir mal Brake Burnishing. Also dieser Vorgang sollte nur von Service-Fachleuchten durchgeführt werden, darum sind der Tobias dabei heute bei mir. Das regenerative Motordrehmoment wird auf 0 gesetzt. Also aufpassen natürlich, dann haben wir keine Bremswirkung. Achten Sie immer auf die Straßen- und Verkehrsverhältnisse. Das ist das, was wir gesagt haben. Wir brauchen eine freie Strecke. Ah, ich habe kein regeneratives Bremsen. Okay. Jetzt, das ist weg, genau. Jetzt zeigt er ja, also 80 km/h. Mhm. Es ertönt ein Signalton. Mhm. Betätigen Sie das Bremspedal, bis der angezeigte Bremsdruck den Zielbereich erreicht. 34 bar, dann wird er hier grün. Mhm. Dann halten Sie den Druck konstant, bis das Fahrzeug fast still steht. Es ertönt ein Signalton. Also wir kriegen eine saubere Anweisung immer vom Auto auch, wie wir da vorzugehen haben. Okay. Also wir machen das jetzt einmal und dann wiederholen wir es nochmal. Also wir haben insgesamt 10 Bremsvorgänge. Das Auto hat danach einen sehr schönen Geruch. Leider könnt ihr das nachher nicht hören. Ja, riechen. Nur I'm hören. I'm thrilled. Okay. Okay. Ich fahre los. Ich soll 80 auf 74 Kilometer beschleunigen. Guck mal, dass die Kamera da hinten nicht umfällt. Einfach, wenn du die Hand dran hältst. So, und jetzt nochmal bremsen. Weiter tiefer, fester, fester, jawohl. Rechter. Gut, jetzt müssen wir abkühlen lassen. Jetzt haben wir eine Abkühlzeit. 22 Sekunden. Gar nicht fahren, oder? Doch, wir können fahren, aber wir können jetzt hier schön langsam umdrehen. Wie Ist alles. Also diese Strecke nehmen wir jetzt für hin und her. Genau, da fahren wir jetzt wie die. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur eine Strecke von, keine Ahnung, 200 Metern. So, genau. Und dann können wir das da machen. Solange da kein Verkehr ist und natürlich geht der Verkehr vor. Das heißt, wenn ich bremsen müsste, würde ich natürlich bremsen. Trotzdem, sowieso. Oder? Genau. Oder nicht bremsen, weil ich halt einen hinten habe. Genau. Okay. Ein von 10 Zyklen haben wir schon. Und jetzt viel Spaß. Da wolltest du mir nicht aufpassen. Okay. Genau. So, die Abkühlzeit ist rum. Ich kann schon wieder und los. Und wieder. Gib ihm. Wow. Können auch die Fenster aufmachen. Ja, können wir auch machen. Ein bisschen. Aber dann riechen wir vielleicht noch mehr. Riechen tut es eigentlich schon. Runde 6. Trotzdem nochmal eine Runde. Falls ihr mal Brake Burnishing machen wollt, ruft den Tobias an. Mich ruft keiner an. Brake Burner. Okay, wenn ich gewusst hätte, dass die Strecke relativ kurz ist, die man braucht, dann hätte ich auch nicht so viel Schiss gehabt. Nummer 8. Wie viel sind's? Nummer 8 kostet es jetzt, ja. Und am Ende? 10 Stück brauchen wir. Ah, okay, okay. Gut. So. Könnte auch sein, dass ein Beifahrer schlecht wird während der ganzen Geschichte. Ist der schlecht? Nein. So, also jetzt ist der letzte? Letzte okay. Vorgang. Okay. Wenn sie jetzt nicht gut sind, kann man es natürlich nochmal wiederholen, aber... Boah, riechen tut's schon. Ja, jetzt riecht man es eindeutig. So, Vorgang abgeschlossen. Das war's. Okay, und jetzt fahren wir zurück. Jetzt fahren wir und zurück. Mal, ob, und schauen, ob es was genützt hat. Okay. Ja, ich bin sehr gespannt, was ich jetzt sehe, nachdem wir hier den ganzen Geräusch und Geruch verursacht haben, ob das irgendwas bringt. Oha. Sag jetzt mal du, was ist so dein Empfinden? Hat sich da überhaupt was verändert?
Riechen tut was, aber nur leicht. Ich muss sagen, ich sehe keinen Unterschied. Du? Nee. Heißt? Also wir haben Wärme verursacht. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt die Bilder direkt übereinander legen, ja, von vorher sehen wir wahrscheinlich, dass wir hier ein bisschen mehr Abrieb haben auf diesen Stellen und es etwas heller geworden ist. Mhm. Wenn der Tobias nachher heimfährt oder wo auch immer und möchte den Modus nochmal starten, lass ihn gerne das zweite Mal nochmal durchlaufen. Mhm. Ich würde es jetzt nicht direkt hintereinander machen, weil sonst die Bremsen uns zu warm werden. Okay. Wir wollten ja dokumentieren, was verbraucht dieser Modus bei einem Mal, also beziehungsweise wenn wir einmal diese 10 Zyklen durchlaufen lassen. Wir messen noch mal kurz nach. Mhm. Können wir überhaupt was messen? Und wenn ja, was messen wir? Und das machen wir vorne auch noch. Genau. Okay. Also hinten habe ich keine Veränderung. Ich sehe auch nicht an dem Messstrichlein, dass ich überhaupt was verändert hätte. Messen wir noch mal hier die Bremsbelagstärke nach. 13 mm. Also, wie vorher. Wie sieht es denn vorne aus? Was denkst? Ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine so Wahnsinnserinnerung mehr, aber jetzt sieht so aus, als wäre da oben ist was drauf und an der Narbe ist was drauf und dazwischen ist nicht mehr so viel drauf. Kann das sein? Ja, definitiv. Also wir hatten vorher schon eine saubere Scheibe eigentlich bis hierher. Ja. Dieser Rand ist schon relativ, ja, hat es abgenommen etwas, gell? Von dem Rostrand. Wenn wir jetzt das noch einmal durchlaufen lassen würden, denke ich, würdest du ein gutes Ergebnis erzielen oder ein besseres Ergebnis. Okay. Wir sehen hier schon ganz leicht so kleine blaue Riefen. Vielleicht sieht man das, eine Verfärbung, die hatten wir vorher nicht. Einfach weil die Bremsscheibe mal warm geworden ist. Jetzt durch diese 10 Zyklen wird die Bremsscheibe vorne warm. Wir haben ja auch eine größere Bremskraft auf der Vorderachse wie auf der Hinterachse. Hier riecht doch ein bisschen mehr. Und darum einfach nochmal richtig abkühlen lassen und dann nochmal die 10 Zyklen vielleicht Stunde, zwei Stunden später fahren, wenn die Bremsscheibe wirklich wieder Normaltemperatur hat. Okay. Ja. Na, dann machen wir wieder. Achso, messen. Messen muss natürlich noch. Also, hat sich auch hinten was. Hat sich nichts verändert. Wenn hier an die Scheibe. Etwas dicker scheint die Bremsscheibe jetzt natürlich. Jetzt hätte ich genau 25 messen. Aha, also ist er aufgegangen, oder wie? Durch die Wärme, oder was? Genau. Ist also, schon so, oder? Natürlich, also ich messe jetzt genau 25. Mhm. Von dem her müssten wir die Bremsscheibe richtig abkühlen lassen, dann wird sie sich zusammenziehen. Aber also wir tun nicht wirklich Materialschlacht betreiben mit diesem Modus. Und das ist ja gut zu wissen. Bremsbelag machen wir auch nochmal. 14,3 würde ich jetzt messen. Wir haben natürlich auch Bauteile. Ich glaube, vorher waren es 14,8 oder sowas. Das Schöne ist zu wissen, wenn wir das tun, wenn wir es öfter tun, logisch, kriegen wir diese Ränder weggebremst, weggebrannt sozusagen durchs Bremsen. Aber wir können jetzt nicht nachweisen, dass wir hier viel Material abtragen. Beruhigend zu wissen, oder? Was machen wir jetzt denn damit? Also wir haben jetzt gesehen, dass es vorne ein bisschen was genützt hat und hinten hat es was genützt. Ist es jetzt zu spät gewesen nach 4 Jahren oder was würdest du sagen? Also ich fand eigentlich das Ergebnis so schlecht gar nicht, weil wir mal gesehen haben, dass wir das gerne auch zweimal machen können. Mhm. Ja. Wenn wir den jetzt, wie wir schon gesagt haben, die Bremsen abkühlen lassen, dann machen wir das vielleicht noch ein zweites Mal, lassen die Bremsen wieder richtig abkühlen, machen es vielleicht ein drittes Mal. Mhm. Dann denke ich, kriegen wir hier definitiv eine Verbesserung hin. Okay, was würde denn der TÜV im Moment sagen? Je nach TÜV-Prüfer könnte er sagen, vorne lässt er durch, hinten bitte Bremsen wechseln. Was könnte ich so denn dann machen statt wechseln? Weil eigentlich sind die Bremsen super. Ja. Die sind ja nur nicht genug benutzt. Dieses Thema ist in Deutschland wirklich ein heißes Thema. Es gibt die Option, gerade bei Elektrofahrzeugen kommt es häufig vor, dass nicht nur Tesla, sondern wirklich durch die Bank alle Elektrofahrzeuge, weil wir durch die Rekuperation natürlich wenig Bremsen benötigen. Gibt es jetzt neue Geräte, die ich direkt am Rad oder quasi das Rad wegmache, die Bremse antreibe und direkt auf die Bremsscheibe abdrehe. Mhm. Und dann drehe ich nur diesen Rostrand ab, tue mir sozusagen sogar manche Unwucht aus der Bremsscheibe raus und habe ein saubereres Bremsgefühl. Wenn man ein Parkett mal wieder abzieht. So in der Art. Bei Model 3 oder wenn ich gerade eine Performance habe, wo die Bremsscheiben recht teuer sind, ist es dann wieder kostengünstiger, dann kann ich die Scheibe vielleicht zweimal abdrehen, bevor ich sie wirklich entsorgen muss. Bremsen abdrehen ist allerdings halt ein heiß diskutiertes Thema in Deutschland, weil es natürlich vielen Werkstätten natürlich an die Substanz geht, wenn man die Bremse nicht erneuert. Andererseits gibt es auch wieder Bremsscheiben, die kosten 40 Euro neu, da ist die Bremse abdrehen dann wieder macht keinen Sinn. Genau, also. Du hast ja vorhin auch noch, damit der Bremsenservice sozusagen rund ist, hast du auch noch nach der Bremsflüssigkeit geschaut. Das ist ja eines der wenigen Dinge, die dort steht in den Servicebeschreibungen, die sollte man alle 2 Jahre nicht wechseln, sondern prüfen. Und was hast du gemacht? Und? Haben wir geprüft. Wir haben gesehen, sie war in Ordnung. Okay, gell? Nach 4 Jahren? 3 Jahren? Ja.
Erstmal dir ganz lieben Dank. Gerne, danke. Dass ich das hier mit dir machen durfte. Gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Tobias. Ja, und tschüss.